Guten Tag Leute, Leo hier. Ich habe gerade rausgefunden, dass wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen mit Path for the Course. Aber wir haben eine geile Katana, die ist, das Geile an dieser Waffe ist, sie ist sehr schnell. Die bringt aber auch kaum Punkte, um fair zu sein. Die Zombies, die haben jetzt übrigens wieder glühende Augen, also es ist ja abends, da kommen auch die Queens wieder raus, ihr seht's hier, bam. Da werden die Zombies aggro. So, ein paar Köpfe explodieren sehen, ist immer gut. Ja, Path for the Course, das können wir echt vergessen. Ja, scheiße. Ja, aber was soll man machen, ne? Manchmal ist es halt so. Ich weiß, ich habe ja so ein Modding-Tool, damit kann ich einfach das Zeitlimit so dermaßen runtersetzen, dass wir alles machen können, aber das ist nicht der Sinn dieses Tools, wenn ihr mich fragt. Beziehungsweise werde ich nicht so machen, denn ich glaube, ich habe es auch schon mal irgendwann gesagt, aber dass dieses System mit der Zeit, das ist einfach auch Teil des Spiels, das ist einfach so. Wir trinken uns aber mal eben einen Wein. Da hinten hängt ein Playboy-Plakat, hier sind wir richtig. Und wir haben dann auch schon eine neue Message. Lasst uns das mal abchecken. Fetching Females. Some woman was spotted enjoying the pool at the Paradise Mall. Die Mission ist scheiße, die ist hier und da müssten wir richtig krank viel Geld ausgeben, denn die muss man bezahlen. Deswegen machen wir jetzt Hunger Pains. Und ich würde auch sagen, ich glaube, wenn wir das machen, müssten wir auch Zombrex, also eine Ladung Zombrex geben. Meine ich. Hallo? Oh, super. Scheiben habe ich nicht gesehen. Holen uns mal ein bisschen Geld hier raus. Easy peasy lemon squeezy. Ah. Dann bräuchte ich mal wieder was mit Dynamit. Dynamit ist geil. Gibt viele Punkte. Und vernichtet viele Zombies auf einmal. So, zum Glück haben wir hier ein Motorrad am Start. Das heißt, wir müssen schon mal nicht 50 Jahre lange laufen. Muss man eben nachdenken. Gibt es hier zufälligerweise irgendwas für die Kombi? Wartet mal. LMG haben wir schon, Kettensäge hatten wir schon. Hier hängt zweimal dasselbe. Wir bräuchten Hasen. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber wir bräuchten einen Hasen. Ist hier vielleicht irgendwas? Das ist ja nicht so selten, dass irgendwo in der Nähe von irgendwelchen Kombinations-Workbenches halt irgendwas liegt. Aber hier haben wir schon mal einen Lego-Kopf. Dankeschön. Nein. Das wird uns alles nicht helfen. Verpiss dich mal. Dankeschön. Ja, dann müssen wir es halt so benutzen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Was willst du? Urgent. Ja, das wird uns jetzt noch ein bisschen begleiten. Ich will aber noch eben zu Hunger Pains fahren, denn das schaffen wir. Ich rieche das. Hölle ist der? Irgendwo hier ist es. Achso, das ist da drin. So, was ist denn jetzt hier so urgent? Ja, natürlich, ich weiß. Zombrex, ich weiß. So, guten Tag. Richard, hör auf zu fressen. Hey, Alter, ist bei dir alles okay? Oh, mir geht's schlecht. Es ist so grauenhaft. Ja, ich weiß, der Zombie-Outbreak ist wirklich. Ich verhungere. Ich bin schon den ganzen Platinum-Strip abgegangen, um was zu futtern. Ich hab vielleicht was für dich und ein Safehouse, wo auch noch Essen ist. Ich bring dich dahin. Nein, nein, ich muss erst etwas anderes tun. Und zwar sofort. Ich hab sonst nicht die Energie dafür. Hast du irgendwas Leckeres gefunden? Achso, den sollen wir jetzt füttern. Ja, gut. Ach, so ein Arschloch.
Wir müssen dem jetzt was zu essen holen. Die Leute haben aber auch eine Sorge immer. Ist natürlich jetzt scheiße, dass hier nichts liegt, denn das Somrex wartet auf uns. Wir schauen mal eben hier rein. Garbage Can, manche werfen Essen weg. Ist da was zu essen drin? Eine große Soda. So wie ich das Spiel aber kenne, sollten wir auch noch den Snack hier mitnehmen. Damit müssen wir leider unsere Katana droppen. Gibt aber Schlimmeres. Wir versuchen es erstmal mit diesen zwei Essensteilen. Richard, du geile Sau. Das war Ironie. Das sieht lecker aus. Ist es auch. So, jetzt komm mit, du Mensch. Ja, Safe House, richtig. Ach so, klasse. Wir mussten nur das eine mitnehmen. Gut, du nimmst daneben hier den Meat Cleaver, also sprich das Hackebeil. Und so leid es mir tut, aber wir werden jetzt zum Haus zurückkehren. Ich werde jetzt also straight dahin laufen und hoffen, dass Richard es sich nicht anders überlegt. Autsch. Wir schauen uns den mal eben an. Ne, kann man nicht. Ja, das ist schon wieder unangenehm. Das wird unangenehm knapp, genau. Das wollte ich gerade sagen. Was mich mal interessieren würde, habt ihr Leute schon Windows 10? Ich nämlich nicht und ich habe das vorreserviert. Also ich weiß, da gibt es einige Tricks, um diese Reservierung zu umgehen. Also dass man es dann auch wirklich sofort bekommt. Aber ich wollte mal wissen, habt ihr das irgendwie offiziell? Also sprich, dass Microsoft mal... Oh, Tesla Ball. Oh. Das hat Microsoft wirklich mal... bei euch wirklich offiziell, ohne dass ihr irgendwelche Tricks anwenden musstet, euch das Windows gegeben hat. Ich weiß nicht, ob der Satz deutsch war. Egal. Wir steigen jetzt auf jeden Fall in das Auto und werden auch den Typen zurückbringen. Danach geben wir Katie ein bisschen Sombrex. Und ich gucke auf die Uhr, ist ja noch früh am Morgen, beziehungsweise halt der Party ist noch lange nicht vorbei. Chuck und seine Fahrkünste. Geil. So, steigen dann eben aus. Richard, beweg deinen Arsch. Ja, das Fetching Females, das werden wir dann auch sein lassen. Das ist echt scheiße. Da muss man sehr viel Geld für bezahlen. Das sind, ich weiß nicht, das sind irgendwelche Party-Mädels. Die sind da und die wollen nicht ohne Geld mitkommen. Und ich habe... Auch wenn ich mir nichts kaufen will, ich habe Besseres zu tun, als mein Geld für diese Frauen da auszugeben, denn wir sind schon so hoch im Level, ich brauche gar nicht mehr so viel PP. Das wird keinen Sinn mehr machen, weil es gibt irgendwann nichts mehr, was man freischalten kann, außer halt ein höheres Level. Ich bin hier für das nicht gemacht. Ich kann es einfach nicht. Ich will dir was zurückzahlen für das, was du getan hast. Ich habe ein bisschen Zombrex gefunden. Damit haben wir zwei Zombrex, was natürlich eine richtig geile Sache ist. Wir werden ja jetzt auch eben schnell speichern und dann auch eben unser Zombrex an Katie verteilen. Ist schon geil, wenn man so viel Zombrex hat. In meinem ersten Spieldurchlauf habe ich wirklich ein bisschen heftiger mit Zombrex gekämpft, also mit den Zombrex-Dosen, weil ich nichts gefunden habe. Katie, guten Morgen. Ist noch nicht die Zeit für meinen Shot. No, ist noch zu früh. Also. Ja dann, ne? Zeit verstreicht schnell, ich mache eben einen Cut, denn jetzt noch großartig rumzulaufen bringt nichts. Dafür ist die Zeit wiederum zu knapp. Ich bin really... I'm really froh, klar. Ich bin echt froh, dass du immer wieder Zombrex findest. Ist aber immer noch, glaube ich, zu früh für sie. Jupp, ich muss bis 7 Uhr in der Früh warten. Ja. Ja, wie gesagt, ich mache eben Cut. It's okay. Look, she's not turning.
This happened to my sister once. It's that damn drug. Your sister? She used to have to deal with Zombrex too. Used to? She couldn't take it anymore. Everything in her life revolving around that drug. One day she just let herself. I'm sorry. There's talk of finding a cure someday. Isabella Keys was looking for it. Wasn't she one of the terrorists in Willamette? No, her brother was the terrorist. He was angry, taking revenge for a government experiment that caused all of this in the first place. Isabella tried to help. She worked with Frank West to make the first inhibitor, using Queens. Well, I hope she's still looking. Und damit haben wir auch unser Zombrex abgegeben. Und ich wollte gerade eigentlich in die Case-File gucken. Und speichern wir eben schneller. Mann. So, wie gesagt, Case-File. Das ist nicht mehr so viel. Das ist eine Zombrex-Dosis noch. Und die Fakten. Ja, so ein bisschen wird es noch dauern, aber sollte nicht mehr allzu viel sein. Wir werden dann jetzt noch Mail-Order Zombrex machen. Hilfe! So, da ging mein Wecker steil. Wieso steht die denn hier auf einmal? Achso. Kann manchmal sein, dass sie Quests von einem wollen. Ist wieder überhaupt gut? Ja, sicher. Sind dafür gut gewappnet für den Psychopathen. WWJWD. What the fuck? Oh shit, ja. Den können wir auch noch machen. Das ist auch ein ganz netter Typ. Das wäre Ironie, er ist nicht nett. Aber wie gesagt, wir werden erst machen Mail Order Zombrex. Das ist nämlich direkt vor der Haustür. Und bevor wir das aber machen, werde ich eben unser Auto holen. Wer sich jetzt fragt, hey, komplett falsche Richtung. Da hinten ist immer so ein Rollstuhl. Ganz nett, mit dem Rollstuhl kann man ja ein bisschen mehr Speed geben. Lass mich bitte in Ruhe, Mr. Zombie. Dankeschön. Ach gut, Waffe kaputt, das wollte ich nur eben machen. So, wie gesagt, ich werde jetzt nur eben unser Auto holen. Also ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. So, wir positionieren mal das Auto so. Und fangen dann jetzt auch diese Mission an. A signature is required for delivery! Hey, buddy, I don't think there's anyone there. Sir, maybe you can sign for this. What? Special delivery, signature required. I have rounds to do and I'm behind! You do know there's a zombie outbreak going on. Neither rain, nor sleet, nor hail, nor zombies are going to keep me from my appointed rounds. I swore an oath, sir, and this package requires a signature! Whatever, buddy, if it makes you feel better. I could use that anyway. You're Chuck Green. You stop. Actually, I have been looking for you. This package is a very special delivery, just for you. Have a nice day. Perfect service, perfect attendance, all ruined because of you. You know, without order, without routine, we have nothing. Well, you won't succeed. You will not bring down my postal service. You are going
to pay! Ja, ich glaube, der Typ hat ein Problem und deswegen habe ich auch eben hier das Auto geholt. Leute, ganz ehrlich, wir haben es. Wieso sollte ich ihn versuchen, vernünftig zu bekämpfen? Wir werden einfach jetzt locker easy ihn umfahren. Karl, bitte. Hör auf, dich zu wehren. Es bringt doch nichts. Oh. Ja, gut. Er hat unser Auto kaputt. Damn! Er hat. Oh mein Gott, wie er einfach eiskalt das Auto wegschiebt. Es juckt ihn gar nicht. Oh, der war auch so scheiße anstrengend. Ja gut, dann holen wir uns eben was zu essen, denn ich sterbe. So, kriegst die Chips. Was? Nur so wenig? Ja, aber bevor wir jetzt eben hier irgendwie recken oder ähnliches. Generell ist es immer so ein bisschen anstrengend, die ganzen Bossfights hier, denn letztendlich sind die Bosse relativ schwach, aber naja, die haben halt immer so beschissene Waffen und naja. Das zieht sich halt immer so ein bisschen in der Länge, weil halt die treffen einen ständig. So, jetzt aber können wir auch wieder ab in den Ring. Ja, der Karl. Dass der aber auch echt das Auto kaputt gemacht hat. Respekt. Notch. So, dankeschön. I need this for my daughter. This one's a special delivery. Express. Wir haben eine erneute Dosis Zombrex bekommen. Ey, wir sind reich an Zombrex, Leute. So. Enter up. Play poker in the safe house. Nee. Bank Run, das ist es. Investigate the Slot Range Casino. So, irgendeiner raubt was auf. Aus. Ach, was weiß ich. Die Mission halt. Wisst ihr was? Das machen wir alles nicht mehr. Denn der Part ist schon etwas länger. Und ich muss jetzt erstmal wieder zusehen, dass ich eine Runde mit dem Editieren hinterherkomme und all sowas. Ihr wisst ja, ich will wirklich versuchen, das Let's Play jeden zweiten Tag zu bringen. Dementsprechend gehen wir eben aufs Klo, speichern eine Runde. Und ich würde mich dann auch bei euch bedanken, dass ihr wieder dabei wart. Also ja, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus. Haut rein.